Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eingeladen zu einem neuen Pokémon Ultramut mit dem Zwergenfürst. Ja. Weiter geht's mit der Story, mit der Afterstory. Hier draußen. Jetzt hat es Zwergenfee zum Champ geschafft. Und hier stehen immer noch Kartons herum, die weggeschafft werden müssen. Kaum Mozi. Heute ist der Tag, an dem wir der Unordnung den Kampf ansagen. Da versagte kurz meine Stimme. Sorry. Wer mag das wohl sein? Klingelt wer an der Tür. Nanu, wer könnte das sein? Chris, ich habe dich erwartet, kann ich nur so sagen. Hallo Chris, mal, ist alles in Ordnung? Guten Tag. Tut mir leid, dass ich einfach so hereinspatze. Ich war ein bisschen in Eile. Ist das ein Freund von dir, Zwergfee? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin die Mutter von Zwergfee. Mautz! Was? Ihre Mutter? Ich heiße Chris. Einatmen. Puh, tut mir leid. Ich muss mich erst mal beruhigen. Was für ein Chaos. Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, Zwergfee. Wie aus dem Nichts ist eine geheimnisvolle Truppe von Tunichtgutten aufgetaucht und sie haben den Festo-Plaza an sich gerissen. Na dann auf in den Festo-Plaza. Da haben wir ihn. Ein Festo-Plaza. Er sieht ein bisschen anders aus. Ohne jegliche Vorwarnung verzerrte sich das Raumgefüge des Festival Plaza und der Programmcode wurde überschrieben. Deshalb sieht das Schloss auch so anders aus. Irgendwie cool, würde ich sagen. Ja, genau. Du und ich, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Die düstere Atmosphäre erinnert mich total an den letzten Level aus einem Videospiel. Wer auch immer unsere Feinde sind, sie haben Geschmack. Aber zurück zum Thema. Es gehört einiges dazu, meine perfekten Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden. Selbst wenn sie einen Fehler im System ausgenutzt haben sollten. Wer auch immer den Festivalpass übernommen hat, es sind keine Amateure. Zwingfi, würdest du mir bitte helfen, den Festivalpass zurückzuerobern? Ja, wir erobern den Festivalpass zurück. Auf geht's. Dafür bin ich da. Dafür ist dieser heutige Part da. Machen muss. Mit einem Champ wie dir an meiner Seite habe ich selbst vor dem übelsten Entgegner keine Angst. Oh, okay, dann mal los. Ja, wenn das mal nicht Team Rainbow Rocket ist. Rainbow Rocket. Halt, wer seid ihr? Und wie seid ihr hier reingekommen? Eigentlich durfte niemand Zutritt zum Rocket-Schloss haben. Nein, ich habe Administrationsrechte, das ist hier die Frage. Du hast was? Versuche ja nicht, mich mit schwierigen Wörtern durcheinander zu bringen. Du Nerd. Ja, mir ist gerade genauso. Ich konnte es nicht aussprechen. Wie auch immer. Dieses Schloss wird jetzt von uns kontrolliert. Wir haben hier alles dargelegt und egal wer ihr seid, ihr könnt rein gar nichts dran ändern. Sieht aus, als hättet ihr ein gewisses Team Rocket den Festivalplatz übernommen. Team Rainbow Rocket.
Die scheinen richtige üble Gestalten zu sein. Aber er sagte, dass Team Rocket hier alles lahmgelegt habe. Was meinte er damit? Gib mir einen Augenblick, um die Lage genauer zu analysieren. Er hat analysiert. Verstehe. So ist das also. Sie haben mit Hilfe eines Programms dafür gesorgt, dass wir im Schloss keine Pokémon aus unseren Teams mehr verwenden können. Wir müssen einen Weg finden, wie wir Team Rocket ohne die Hilfe unserer eigenen Pokémon aus dem Schloss vertreiben können. Na, das sieht nach einer Quest aus. Ja, ich sehe was, was ihr nicht seht, und das sind 3 Pokémon. Ja, wählen wir eins davon aus, oder was? Für euch gilt ebenfalls, dass wir unsere eigenen Pokémon nicht einsetzen können. Deshalb nutzen wir die Kampfagentur und verwenden somit die Pokémon anderer Trainer. Die ihr geklaut habt, oder was? Und Zwangfee, ist dir eine Methode eingefallen, mit der wir Team Rocket von hier vertreiben können? Ja. Ich hab mir da mal was Kreatives einfallen lassen. Wie wär's denn damit? Kann ich mir eins von denen aussuchen? Wie, was, mit wem muss ich reden? Und Zwangfee, ist dir eine Methode eingefallen, mit der wir Team Rocket von hier vertreiben können? Kampfagentur? Die Kampfagentur, aber natürlich. Wenn wir die Kampfagentur nutzen, können wir einfach die Pokémon anderer in den Kampf schicken. Es macht nichts, dass wir unsere eigenen nicht einsetzen können. Brillant! Warte kurz. Ich greife mit meinem Antlerzauberer Rechten auf den Debug-Modus zu und starte den Empfang neu. Zack. Oh, eine Empfangsdame. Geschafft. Jetzt haben auch wir Zugriff auf die Kampfagentur. Aber mehr kann ich im Moment leider nicht tun. Zwangfee, machst du die Kampfagentur zunutze und Team Rocket zu besiegen? Ich werde derweil versuchen, meine übrigen Zugriffsrechte zurückzubekommen. Aha, okay. Team Rocket hat das gehackt. Team Rainbow Rocket das gehackt. Auf geht's. Willkommen bei der Kampfagentur. Bei der Kampfagentur kannst du einen Pokémon ausleihen und Gäste auf deinem Festival Plaza in dein Team einladen, um gemeinsam zu einem Kampf anzutreten. Ah, hör auf zu labern, ich weiß, was ich machen soll. Das ist nicht so schwer. Da sind 3 Pokémon abgebildet. Ich denke mir schon meinen Teil dazu. Schlüpfst dir in die Rolle eines Agenten und der Rang ausgabe gut. Kampfagentur, ja, hervorragend. Beginn, Pokémon, Verfügung, Ränge. Schön, schön. Ich überspringe mal ein bisschen was. Wenn wir kämpfen, wenn du soweit bist. Ja, auf geht's. Worauf warten wir noch? Gut. Gehen wir zur Kampfvorbereitung über. Wie möchtest du dich vorbereiten? Wie wär's mit einem Pokémon auswählen? Dann nehme ich eins von denen hier. Ich habe ja wohl keine Wahl. Ich muss eins von denen nehmen. Derzeit stehen dir diese Pokémon zur Verfügung. Welches möchtest du ausleihen? Simsala, Karpitz, Nidoking. Nidoking hat bestimmt auch seine Vorzüge und ist bestimmt auch sehr stark, aber ja, ich würde mal Simsala wählen. Ich glaube, das ist eine gute Wahl, wenn ich Simsala einfach nehme. Ich wähle dich, Simsala. Als mein Starter-Pokémon. Naja, nicht als Starter-Pokémon. Ist ein bisschen spät für ein Starter-Pokémon. Ja, ich wähle Simsala. Du hast Simsala ausgeliehen. Als nächstes musst du andere Trainer an dein Team einladen, aber wie ich sehe, ist noch niemand hier, den du einladen könntest. Nutze den Streetpass, um andere Trainer zu treffen und sie in dein Team einladen zu können. Da dein Team nicht vollständig ist, werde ich dir jemanden an die Stelle stellen. Ja, Fan wurde in dein Team eingeladen. Aha, wurde das jetzt zweimal gesagt. Wähle kämpfen, wenn du soweit bist. Auf geht's. Ich warte nur darauf. Jetzt noch ein angemessenes Styling. Und dann kann es auch schon losgehen. Viel Erfolg. Also dann, auf geht's. Boah, diese Rede hier. Das ewig lange Reden hier. Was soll denn das Styling? Die Sonnenbrille ist jetzt das Styling oder was? Das hat sich gelohnt. Zunächst möchte ich dir die Trainer vorstellen, die an deiner Seite kämpfen werden. Das ist Fun. Ah, okay. Alles im grünen Bereich. Ach, das ist auch Fun. Ach nee, was? Hä? Das müssen wir feiern. Sind die beide Fun oder was?
Kampfprogramm wird installiert, Typ Rainbow Rockets. Ah, okay. Ist jetzt ein Hologramm oder was? Hä? Wer bist du denn? Egal. Dich mache ich platt. Ui, Retro-Scene im Hintergrund. Die Musik aus Team Rocket. Ja, bloß leicht verneuert und ergänzt. Team Rainbow Rockets, Ripple fordert dich heraus mit 3 Pokémon. Na dann, auf geht's. Arrbock. Ach, Team Rocket. Das waren Zeiten. Team Pokémon Gelb. Das Spiel haben wir noch nicht beendet, aber ja, wird wohl noch kommen. Simsala setzt Psychokinese ein. Die haben ja aber schon Team Rockets bekämpft. In Slipco und so weiter. Kennen wir schon. Auch eine schöne Sache. Radikal. So, dann setze ich mal Fokusstoß ein. Soll sehr effektiv sein. Hochzukieb. Hui. Naja, das bringt nicht viel. Fokusstoß. Simsala haut drin. Und Radikal ist besiegt. Da war es nur noch einer. Joa, das könnte schwerer sein. Das geht hier relativ rasch. Weil ich wohl das richtige Pokémon ausgewählt. Los, Simsala, Psychokinese. Das Golbat, das kriegen wir auch noch besiegt. Joa. Ja, das war's wohl. Team Rainbow Rocket, Rüpel Nummer 1 besiegt. Ich fühle mich wie ein Mann mittleren Alters. Was? Was? Wer davon fühlt sich wie ein Mann mittleren Alters? Okay. Das ist etwas strange, aber gut. Eine von den Mädels fühlt sich jetzt wie ein Mann mittleren Alters. Ja. Lass sie einfach mal so offen im Raum stehen. Unmöglich. Wie könnte ich gegen ein Kind verlieren? Okay, bevor jetzt hier irgendwie was an Hate kommt, ich, ja, no front gegenüber irgendwelchen Leuten, die sich wie ein Mann mittleren Alters fühlen. Also nichts für ungut, Leute, die sich wie ein Mann mittleren Alters fühlen. Also, liebe Mädels da draußen, wenn ihr euch wie ein Mann mittleren Alters fühlt, ja, nichts für ungut. Unmöglich, wie konnte ich gegen ein Kind verlieren? Hey, es ist nicht erlaubt, die Pokémon anderer Trainer so unverschämt gut einzusetzen. Schnappt sie euch! Oh oh, dann wird's eng. Dieses Schloss verklappert die Ziele und Ideale von unserem Boss. Wir dürfen nichts zulassen, dass diese Stümper es uns wieder wegnimmt. Puh, gerade noch rechtzeitig, ist dem wieder Herstellung angeleitet. Zapp, zapp, zapp. Da wird alles wieder resettet. Chris hat wieder die Macht, oder was? Jetzt bleibt mir nur noch eins. Chris setzt administratives Kick ein. Das ist sehr effektiv gegen Team Rocket. Jetzt werden sie gekickt. Ich würde sie ja gleich bannen. Dann sind sie für immer weg. Da sind sie verschwunden. Puh, das war Rettung in letzter Sekunde. Danke für deine Hilfe, Zeigenfee. Weil du die ganze Aufmerksamkeit von Team Rocket auf dich ziehen konntest, hatte ich genug Zeit, um meine Administratorenrechte herzubekommen. Mit Hilfe meines Befugnisses habe ich den Mitgliedern von Team Rocket auf unbestimmte Zeit die Zugriffsrechte entzogen. Anders gesagt, ich habe sie gebannt. Wir sehen diesen Typen nie wieder. Hier, nie wieder. Außerdem konnte ich den Festival Plaza zum größten Teil wieder seine ursprüngliche Form zurückversetzen. Wo kommt mir diese Musik bekannt vor? Irgendwo kommt mir die Musik bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, als wir das erste Mal hier waren im Festival Plaza. Dass die mir aus Mario und Sonic Olympische Winterspiele 2010 in Vancouver bekannt vorkommt, aber könnte auch ein anderes Spiel sein. Irgendwoher bekommt sie mir bekannt vor, diese Musik. Kann man das mal bei Nintendo irgendwo überprüfen? Gibt es da irgendwie Samples oder irgendwelche Sounddateien, wo man das halt vergleichen könnte? Ich würde sagen, Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Das habe ich schon zweimal gespielt. Einmal 2016 im Adventskalender und einmal 2017 im Adventskalender. Ich habe das noch im Kopf, genau so klang das.
bei der Auswahl vom Menü, halt, wenn du da das Spiel ausgewählt hast. Ach, was, egal. Weiter im Text hier. Großteil wieder in seine ursprünglichen Form zurückversetzen. Und das Schloss und die Gestaltung. Ja, sieht alles super aus. Ja, das Schloss, es mag von Team Rocket entworfen worden sein. Aber ich finde es trotzdem ziemlich cool. Weißt du was? Ich füge es einfach als eine mögliche Schlossgestaltung hinzu. Und obendrauf gibt es noch Bossdaten. Die passen einfach perfekt dazu. Wenn du die Gestaltung des Schlosses ändern möchtest, solltest du den Festival Plaza Rang erhöhen. Natürlich bekommst du auch noch ein Geschenk von mir. Fluchtknopf erhalten. Fluchtknopf wurde in der Itemstasche verstaut. Aha, das bringt was jetzt? Ich bin wirklich froh, dass du an meiner Seite warst, Zwangfee. Vielen Dank. Also dann, gehen wir. Ja, haben wir den Festival Plaza zurückerobert. Na, das war ja was. Mautz! Smautzi begrüßt uns gleich. Wenn wir zurückgekommen sind. Irgendwas findet meine Mutter sehr lustig. Schau dir das mal an, Zwangfee. Unser Mautzi hat eine neue Attacke erlernt. Ah, dann zeig ich mal her. Blinks! Mautz! Mautzi setzt an, Schalter ein. Okay. Eleganter geht das kaum. Es muss sich von mir, weil ich immer den Fernseher ein- und ausschalte. Aha, Mautzi hat jetzt gelernt, den Fernseher einzuschalten. Schön. Selbstständigkeit von Haustieren. Ist nicht immer gut, aber auch nicht immer schlecht. Hier sind die Nachrichten mit einer Sondermeldung. So schon hält die Erde von Eschner eine Pressekonferenz zu den schwarzen Wolken ab, die über Pony gesichtet wurden. Wir schalten nun direkt zum Uhr des Geschehens. Viele von Ihnen werden aufgrund der Berichte über die schwarzen Wolken, in denen Pony versunken ist, verständlicherweise besorgt sein. Wie wir nun berichten können, steckte hinter diesem Phänomen eine zuvor unbekannte Ultrabestie namens Necrozma. Necrozma ist in meinem Team, das habe ich gefangen. Das kann es nicht sein. Das ist bei mir. Das hätte ich bemerkt, wenn Necrozma aus meinem Pokéball gekommen wäre und das angestellt hätte. Necrozma ist bei mir. In meiner Obhut. Das war das nicht. Nix da. Sie kam über eine Ultrapforte zu uns. Eine Verbindung zwischen ihrer und unserer Welt. Um das Licht der Alola-Region zu stehlen. Das Licht zu stehlen. Necrozma. Was soll das bedeuten? Aber Sie können beruhigt sein. Dem Einsatz eines mutigen Trainers haben wir es zu verdanken, dass die Krise abgewendet werden konnte. Alola wird nicht von der Dunkelheit verschlungen werden. Gibs, Paparazzis. Paparazzis, genau. Mehr von der Hater Foundation werden unermüdlich in der Erforschung dieser Ultrafote arbeiten, um zu gewährleisten, dass sich derartige Ereignisse nicht wiederholen können. Genau gesagt, werden wir uns insbesondere mit der Erforschung Was ist das etwa? Auweih. Ein Ultrafot hier? Wie ist das möglich? Rainbow Rocket! Wer in aller Welt sind Sie? Ihre Aether Foundation verfügt über äußerst wertvolle Technologie aus anderen Welten. Wer könnte davon besseren Gebrauch machen als Team Ra? Nein, Team Rainbow Rocket. Geht die Ultrafotte etwa auf Ihr Konto? Warten Sie. Frau Präsidentin, nein. Hallo, können Sie mich hören? Durch ein unerwartetes Ereignis ist hier das totale Chaos ausgebrochen. Team Rainbow Rocket ist das irgendwie schlechte Schau. Pokémon Ultramond, RR-Episode.
Oh wei. Die Rainbow Rocket fügt in der After-Story Schaden zu. Du starrst wie gewandt auf den Bildschirm, Zwangvieh. Ist irgendwas passiert? Jetzt klingeln hier alle an der Tür. Das ist, wo man mal hier der Champ ist, wollen hier alle was von einem. Das hört nicht auf hier. Geht immer weiter mit der Story hier. Man kriegt hier nie seine Ruhe. Hat man schon den Champ der Top 4 besiegt und sich und die Top 4 bezwungen, das ist, kann man nicht mal einen Tag Ruhe haben, dann geht's hier schon wieder weiter. Zwergfee! Oh! Achso, das ist Mutter. Oh, Lilly, Alola! Alola, tut mir leid, dass ich einfach unangemeldet hier auftauche. Ach, Lilly, du bist niemals unangemeldet. Du kannst immer reinkommen, wann du willst. Du kannst dich hier wie zu Hause fühlen. Kannst einfach reinplatzen, wann du willst. Musst nicht anklopfen. Ich war bis eben im Pokémon-Labor Nachrichten schauen. Hast du auch gesehen, was passiert ist, Zwangvieh? Allerdings habe ich... Eine Ultra-Pforte. Sie hat sich mitten in der Pressekonferenz geöffnet. Und dann ging es drunter und drüber. Vielleicht sollte das ja alles nur ein Teil der merkwürdigen Show sein. Ich bin mir sicher, dass es meiner Mutter gut geht. Bestimmt. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und schaue im Erdparadies vorbei. Entschuldige bitte die Störung. Ich wollte nur, dass du Bescheid weißt. Bis bald. Ja, okay. Ist Lilly etwa schon wieder gegangen? Wie schade. Die Ärmste sah so besorgt aus. Aber wenn sie sich dir anvertraut hat, ist bestimmt bald alles wieder im Lot. Würde man sagen, ab ins Ätherparadies. Nicht im Stich. Nein. Nein, das geht natürlich nicht. Zur Debatte. Lilly wird geholfen. Wenn Lilly in Not ist, wird ihr geholfen. Das geht auch für jeden anderen Trainer in Alola. Wir helfen jedem. Mal zurück ins Ätherparadies müssen. Ja, so sieht's aus. Das Ätherparadies. Da sind wir hier schon auf dem ersten Stock. Die Ultrawelle sind das Ergebnis unserer mühsamen wissenschaftlichen Arbeit. Normalerweise wären sie unbezahlbar, aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Du bekommst einen Ultrawelle zum günstigen Preis von nur 1000 Pokémon oder wie viele möchtest du? Ja, wie schon erwähnt im letzten Part, hier kann man halt einen oder 10 oder keine Ultrawelle kaufen. Und hier für 1000 kann man halt 10 Ultrawelle kaufen. Kann man halt 10, 20, 30, 40, 100, 1000, Milliarden, na Milliarden wird nicht reinpassen, 1000 wahrscheinlich auch nicht, weil dann das nicht angezeigt werden kann, aber man kann rein theoretisch unendlich viele Pokébälle kaufen, Ultrabälle kaufen, weil es halt, ja, so viel Geld wie man hat, kann man hier halt ausgeben. Der Ultraball wurde mit Hilfe der technischen Expertise des Ultra-Forschungsteams und der Aether Foundation entwickelt. Ja, jetzt haben wir schon mal mehr als 10. Ja, wir hatten ja auch ein paar Auflagen. Ich glaube 17 haben wir jetzt. Fast 20. Also da geht's weiter mit der Story. Ja, Lee und Pia unterhalten sich miteinander. Was die wohl zu sagen haben. Zwergenfee. Es ist furchtbar. Mutter ist und auch das Ätherparadies wurde. Alles ist plötzlich. Alles in Ordnung, beruhig dich erstmal. Verzeihung, es ist nur. Ich mache mir so solche Sorgen. Schön, dich wiederzusehen, Zwergenfee. Lass mich dir erstmal den Sachverhalt erklären. Wie du sicher weißt, hatte die Präsidentin wegen der schwarzen Wolken über Pony, die über Pony erschienen sind, endlich eine Pressekonferenz herbeigerufen. Doch als sie gerade vor der versammelten Presse stand, eine Stellungnahme zu nehmen und zu den beunruhigenden Vorkommnissen abgab, da tat sich am Himmel eine Ultrapforte auf und eine düstere Organisation brachte der Villa der Präsidentin unter ihre Kontrolle. Ich habe die Nachrichten gesehen, ich habe die Sendung geguckt. Musst du mir nicht nochmal erklären. Die Übeltäter bezeichnen sich selbst als Team Rainbow Rocket. Als ich früher die Kanto-Region bereiste, hörte ich von einer verbrecherischen Organisation namens Team Rocket,
die Pokémon für ihre dunklen Geschäfte missbrauchte. Möglicherweise treibt diese Organisation jetzt in Alola ihr Unwesen. Pia hat gesagt, dass Team Rainbow Rocket, meine Mutter als Geißel genommen habe. Ach, Mutter. Ich habe mir bereits diverse Optionen durch den Kopf gehen lassen, wie wir die Präsidentin aus den Händen dieser Verbrecher befreien können. Doch es sieht anscheinend sehr stark zu sein und wir wissen noch nicht mal, warum sie es auf die Erde Foundation abgesehen haben. Ich möchte Mutter auf jeden Preis retten, doch alleine sind wir einfach nicht stark genug. Ich weiß, dass ich nicht gerade wenig von dir verlange, aber wärst du so gut, uns zu helfen, Zwergfee? Aber gerne. Los geht's. Vielen Dank, Zwergfee. Mit dir an unserer Seite fühle ich mich gleich viel zuversichtlicher. Es wimmelt doch nur so von den Schergen von Team Rainbow Rocket. Deshalb möchte ich dir den hier überreichen. Du wirst ihn brauchen. Mach sie mal, Lazada. Den zweiten erhalten. Da haben wir jetzt zwei davon. Hast du uns doch schon mal beim Wald von Pony übergeben. Gebt bitte gut auf euch acht, ja? Ja, wir geben auf uns acht. Versprochen. Auf in den Kampf, dafür bin ich da. Team Rainbow Rocket wartet. Auf ihn! Na, kommt. Mit denen habe ich mich schon öfters angelegt. Auf geht's. Diese Typen von der Organisation. Achso, das ist der Rüpel. Diese Typen von der Organisation lernen es einfach nicht. Schon wieder versuchen sie, uns die Suppe zu versalzen. Das hier ist unser neues Versteck. Klar, verschwindet ein Neger. Du, das kannst du getrost zu mir überlassen. Geh du schon mal weiter, Zwergfee. Oh, sie kämpft. Sie hält ihn auf, oder was? Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Lee kämpft. Cool. Okay, jetzt haben wir hier ein paar Kämpfer. Dich zuerst. Wir sind das neue Team Rocket, auch bekannt als Team Rainbow Rocket. Wir sind mit frischer Kraft zurück und stark wie nie zuvor. Hier hast du einen kleinen Kostprobe. Oh. Hört ihr diesen Sound? Diesen Klingeling-Sound hier, wenn es anfängt. Das ist Klingeling. Das ist bekannt aus Pokémon Gelb. Ja. Wer Pokémon Gelb gespielt hat oder Pokémon Rot und Blau, der kennt das. Team Rainbow Rocket Rüpel unter dich raus. Ja, der Soundtrack während des Kampfes gegen Rainbow Rocket ist angelehnt an den Soundtrack aus Pokémon Gelb. Oder Blau und Rot, ja. Kennt's aus Gelb. Galoppa. Macht wohl kurzen Prozess. Stromstoß. Ist ja eigentlich egal, was ihr einsetzt. Rasaf besiegt. Ja, komm, wir müssen nicht Galoppa an die Spitze stellen. Nehmen wir ein anderes Teammitglied. Das war mehr als nur eine Kostprobe. Let's können's. Ich hab genug. Zwangfee gewinnt 1952 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Team Rainbow Rocket Rüpel hervor. Den ersten echten, nicht programmierten. Und der nächste hier direkt. Oder die nächste. Oh, du bist aber ein niedliches Kind. Du solltest doch sicher schon längst zu Hause sein, oder? Oh, das ist so nice, dieser Sound. Ich liebe es. Den Rainbow Rocket Rüpel fordert dich raus. Das scheint eine Sie zu sein. Obwohl, im Japanischen, bei den japanischen Sachen so, kann man sich nicht immer hundertprozentig sicher sein. Ich habe auch schon Mangas gesehen. So. Da war nicht ganz klar, ob das männlich oder weiblich war. Oder ich sag's mal andersrum. Es war mir klar, dass es ein Mensch, eine männliche Person ist, ein Männchen ist. Und am Ende war es dann doch ein weibliches Figürchen. So. Team Rainbow Rocket besiegt. Die haben ja auch keinen Namen, sonst würde ich es ja. Das könnte ich ja sagen. Wenn die Gabriella heißt, dann wüsste ich, dass das ein. Mit recht genauer Präzision, dass das ein Mädchen ist, weil ja, kann natürlich sein, dass ein Junge Gabriella heißt, das ist ein bisschen bescheuert dann, aber ja, gut. Ja, no front, also nichts für ungut, Jungs, die Gabriella heißen, tut mir leid.
Sieht so aus, als sei ich derjenige, die zu Hause besser aufgehoben wäre. Aber wo ist das eigentlich? Die zu Hause. Ah, sie ist eine Sie. 2-4 gewinnt 1952 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen sie hervor. Da kommen wahrscheinlich noch einige. Da waren es nur zwei. Die besiegen wir hier auch noch. Unser Plan ist absolut perfekt. Hier bleibt nichts anderes übrig, als demütig niederzuknien. Ach so. Ich und demütig niederzuknien. Vor dir. Ah, mal schauen, wer hier niederkniet. Vor wem. Ein Apollo. Ein Alpollo. Kenn ich. Weiß ich, wie man es besiegt. Vor allem mit Galoppa. Das werde ich jetzt mal zurückziehen. Wir wollen ja hier einen fairen Kampf dazu jetzt nicht geben. Das ist ein, ja, ist halt irgendwie so. Schack, Level 60. Das geht doch auch. Schack. Das Muramura. Das wir im letzten Part gefangen haben. Na, okay. Das bringt zumindest etwas. Eisenschädel. Okay, bis auf ein Muramura. Auf einen Fels. Ja, bringt irgendwas. Sein Mauerwerk. Alpollo wurde besiegt. Ja, obwohl. Muramura hat auch was abgekriegt. Chuck hat was abgekriegt. Rainbow Rockets Rüpel wurde besiegt. Ist der Plan etwa doch nicht perfekt? Ich kriege ja nieder von dir. So ungefähr. Und der letzte. Der letzte Rüpel natürlich. Du wirst bestimmt wissen, warum es uns so leicht gefallen ist, die Kontrolle über die Erde Foundation an uns zu reißen, oder? Ja, verrat mal. Rück raus. Rück raus mit der Sprache. Den Rainbow Rocket Rüpel fordert dich heraus. Na dann, ein Golbat. Ja, fordert dich heraus. Das ist jetzt natürlich eine großartige Herausforderung. Ich zittere auf Angst. Ja, weil ich so vor Angst zittere. Pikachu, du kannst da mal kämpfen. Zeitopfer, komm mal zurück. Los, Pikachu, Donnerschock. Ich glaube, der kann immer noch keinen Donnerschock. Das ist kein Ash-Pikachu, kein Donnerschock. Verrat mir das einer. Donnerblitz kann er. Ja, da würde sich das schon so anbieten. Und der kann natürlich keinen Donnerschock. Oh, okay, hat er überlebt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber er hat es überlebt. Los, Donner! Er hat kein Donner und Donnerblitz. Ja, wenn er Donner könnte und Schock, dann wäre es so ein Donner-Schock. Aber ja, so ist das auch nichts Wahres. Ja, Team Rocket wurde besiegt. 1952 Pokémon da und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Rocket-Rüpel hervor. Haben wir sie besiegt, können wir in das Gebäude rein. Hui, das sieht aber großartig aus. Wow.